Ja, gerade kurze Einstellung gemacht, deswegen ich musste kurz pausieren. Jetzt geht's weiter. Emma, kala saja top sam chitte. Chef hat's alle gut. Komm unser Topper. Wo bin ich hier? Kadice, kira jurumbu lega di chay amare. Okay. Kira mashi was so de chambore. Wie lange war ich weg? Ja. Tom. Danke. Die Tungosch, die Tungosch. Nein, das reicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Ja lang. Danke. Ja, kira debo imbe. Ja, sure. Schäfer kira gut desha. Sho, ko keranim de keje she gudesha. Verdammt, wo bin ich? Sho, nyenyam de sho. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Schätze ich auch. Ke gyeokpo chaba, gabo shira chu. Versteht mich hier jemand? Die Himbe. Kapiert, dir nach. Dann geh auch. Ja, zumindest hat er uns geheilt und was? Hat er uns geheilt und Verpflegung gegeben und natürlich was zum Anziehen, was Warmes. Also alles cool eigentlich. Ja. Boah, ist das ein Jack? Hier, holt ihn euch. Du, Ritsche. Schieß zurück. Los, schieß ihn zurück. Schießen. Schieß. Den Siko. Mit der Latiyomba. Ja, gut, Chemin, du. Kanda. Ja, kennst du das? Ja, gut, Chingame. Kagade. Kosal. Manso? Also, von mir aus können wir gehen, ne? Netter, freundlicher Mensch. In dem so einem kleinen tibetischen Dorf wahrscheinlich. Und, ja, werden eigentlich relativ herzlich aufgenommen bisher. Ich spiele sogar Fußball, die Leute hier. Bei tibetische Nationalmannschaft hier, der kleine Junge da eben. Euch zwei aber. Tja, gefunden. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudesha. Ja, Nia Gotsison. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen?
Gut, danke. Gut, gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo, wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die haben Sie also besiegt. Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingong Rei. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Sho. Nyenyam de Sho. Karachasong. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du hast ihn hängt. Jetzt, wo du sagst. Du. Tesson. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal. Schon mehr. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Oh Mann. Monster. Pantomime liegt mir nicht. Alles klar. Ja, okay, dann suchen wir mal die Expedition. Vielleicht sehen wir dann, was das alles ausmacht, was hier Shambhala alles. Was diese Macht von Shambhala uns Negatives bringt. So. Oh Mann. Da kommen wir ja niemals rüber. Was hast du da? Comic-Style. Dann viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Du hast schon einiges Schlimmeres gemacht. Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Genau, das habe ich auch gedacht.
Das ist Tenzin, liebenswürdiger Mann. Irgendwie, meiner Meinung nach, direkt sympathisch auf den ersten Moment. Tenzin, bist du schnell, Junge. Nigetada. Und jetzt, Tenzin? Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Also, Tabunol, ja, Tadudore. Pineto. Ah, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Na, ich glaube, das weiß er. Übrigens, kurzer Status-Update. Barcelona hat jetzt erst die Halbzeit beendet. Zweite Halbzeit. Nochmal gucken, warte, kurz, was? Ja, hat die erste Halbzeit gerade erst beendet. Sorry, ich dachte, das Spiel wäre schon zu Ende. Nein. Kennen Sie nicht, komme. Wow, das hat sogar geklappt direkt beim ersten Mal. Und ich bin nicht abgestürzt. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich bin nämlich eigentlich so ein Typ. Hey, was soll die Eile? Ich kann's gar nicht. Hallo? Der mag diesen Ort ja anscheinend nicht so sehr. Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Was hast du gefunden? Rudi Schäfer, gib mir ihn bei Patsche. Er ist schon eine ganze Weile tot. Ja, da, da. Der Cintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Diesmal du besser hast.